Hallo erstmal. Ich möchte mich nochmal vorstellen. Mein Name ist Evelyn. Meine Leidenschaft ist die Lashart. Ich weiß nicht, ob das jeder kennt von euch. Deswegen möchte ich dieses Thema euch bei der Meisterschaft auch näher bringen. Und zwar gibt es auch zwei Arten von Meisterschaften. Entweder Live-Meisterschaften, wo ihr vor Ort euer Modell mitbringt, das Modell dort quasi beklebt, bestückt mit dem Kostüm, Kopfschmuck, oder auch Bilder einschickt. Schickt ihr Bilder ein, sucht euch bitte einen Fotografen, der sein Handwerk versteht. Weil die Bilder, also ich sage immer, die Arbeit ist 50% und der Fotograf holt nochmal die letzten 50% raus. Ich möchte euch anhand von meinen Bildern, das ist mein Werk, was ich dieses Jahr an der Weltmeisterschaft in Paris gemacht habe. Wir haben online das hingeschickt. Ich wurde ausgewählt, war einer der 6 Finalisten und musste die Arbeit vor Ort auch nochmal dort live bekleben, damit die sehen, dass es auch wirklich meine Arbeit ist. Die Unterschiede zu zum Beispiel 1:1 und Volumenverlängerung. Bei der Lashart ist es so, dass wir einen klaren Kleber benutzen dürfen und es bei den farbigen Wimpern auch viel schöner rauskommt. Von der Wimpernstärke sind wir so ein bisschen, dass wir oft mit 0,07er arbeiten oder sogar mit 0,10er und da auch wirklich große Fächer machen. Also selbst mit 0,10 ein 5D. Die Füßchen sind so dick und als Stylistin denkt man immer, oh mein Gott, wie sieht es aus? Aber das wird nicht bewertet. Bei der Lashart ist es alles ein bisschen anders, also da ist mehr. Außerdem ist es immer ratsam, farbige Wimpern zu benutzen. Eine Lashart nur mit schwarzen Wimpern oder braun zum Beispiel bringt nie so viele Punkte, wie wenn ihr die Wimpern farbig beklebt. Ich habe bei dem Modell durchgehend türkisene Wimpern benutzt, weil es auch zu ihrem Typ passt. Also Thema war als Beispiel, es wird immer ein Thema vorgegeben. Anhand von diesem Thema müsst ihr einen kompletten Look erstellen. Mit den Haaren, Headpiece, Kostüm, alles drumherum. Thema waren Federinspiration. Zu ihr hat die türkisenen Wimpern super gepasst, deswegen habe ich durchgängig türkis beklebt. In Paris zum Beispiel hatte ich ein anderes Modell, ich durfte sie nicht mitnehmen, habe ich vorne erst lila beklebt und 3/4 dann in türkis. Also das ist euch überlassen. Ruhig auch Farbverläufe einarbeiten. Zum Beispiel auch die vorderen Wimpern in gelb, in der Mitte geht ihr zu orange, hinten rot. Ja, so auffällig wie möglich, bei der Lashart ist alles erlaubt. Dann ist es so, dass auch zu den Augen auch die Underlashes gehören. Die Underlashes ist ein Muss bei der Lashart. Ihr müsst unten auch bekleben. Viele wissen es nicht, lassen die Underlashes weg und verlieren dadurch wirklich viele Punkte. Also schön die Underlashes auch bekleben. Macht Accessoires dran, oben und unten, Federn, Strasssteine, Perlen, Glitzer, Wimpern, also ihr könnt euch da voll austoben, alles drauf, wie gesagt, mehr ist mehr. Die Accessoires, die kleben wir mit unserem Lash-Lifting-Kleber drauf, auf die Haut, weil er ja sehr hautfreundlich ist, an die Haut darf und auch wieder wasserlöslich ist. Ja. So, dann wie gesagt, probieren wir halt einen kompletten Look zu bekleben. Ich mache immer so, dass ich die Wimpern erst fertig mache, auch mit den Accessoires. Dann gehe ich zu dem Kopfschmuck und gucke, wie mache ich die Lippen. Also ich habe immer so ein grobes Konzept habe ich. Meistens, wenn der Arbeit alles nochmal über den Haufen, weil mir neue Sachen einfallen. Also es wäre gut, wenn ihr so ein paar Richtlinien habt, wo ihr euch dran haltet. Kauft euer ganzer Bastelkram. Ich will keine Werbung machen, aber Teddy ist so der beste Laden. Da kriegt ihr das günstig, könnt ihr gut verarbeiten. Und schaut einfach. Extra Punkte ist auch immer Körperbemalung, also Face Painting, Body Painting. Ihr dürft bei den meisten Meisterschaften, die hier in Deutschland bisher stattfinden, dürft ihr einen Hairstylist, einen Make-up Artist, einen Body Painter, dürft ihr alles dazu holen. Ich bin ehrlich gesagt kein Fan davon, weil das ist dann nicht mein Werk, also ich mache alles selber. Deswegen habe ich auch an Paris teilgenommen, weil wir da alles alleine machen mussten. Aber ihr dürftet. Ne? Ihr dürft auch in der Lashart euch die Lashart an sich, wenn ihr zum Beispiel aus Wimpern Blumen machen wollt, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, aus einem Streifen könnt ihr schön Blumen machen, könnt ihr euch alles vorfertigen. Und ihr dürft es dann an der Meisterschaft draufkleben.
Aber sowas steht auch immer in den Regeln, in der Ausschreibung, lest es euch durch. Meistens sind immer überall ein paar Abweichungen, wie auch in der 1:1-Technik oder bei Volumen. Immer schön durchlesen. Meine Stimme versagt. Kopfschmuck, ganz wichtiges Thema und Kostüm auch. Ich habe es immer so gemacht, ich habe immer ein Grundmodul bestellt. Bei ihr war es eine Corsage und ein Rock und ich klebe überall dran mit der Heißklebepistole. Das ist so mein bester Freund, mit der komme ich am besten zurecht. Es heilt alles Bombe, ich habe den ganzen Rock, sieht man da leider nicht, mit Federn beklebt. Also so ein Grundmodell bestellen finde ich immer ganz nett. Wenn ihr eine Schneiderin kennt, kann die euch natürlich auch was Wundertolles schneidern. Ansonsten ein Grundgerüst und dann drauf mit. Extrapunkte gibt es zum Beispiel immer, oder wo auch jetzt immer mehr drauf geachtet wird, Schuhe. Manche haben Punktabzüge bekommen, auch in Paris zum Beispiel, weil das Modell hatte voll den großen Rock, aber die Füße waren nackig und die haben auch unter den Rock geguckt. Also nehmt euch Schuhe. Schuhe habe ich auch ganz günstig gekauft und habe mir, sieht man leider auch nicht, macht nichts, habe Federn auch an die Schuhe dran geklebt. Also wirklich, alles müsst ihr bedenken, von Kopf bis Fuß. Dann gibt es auch immer noch mal extra Punkte, wenn das Modell etwas in der Hand hat. Oder ein Ring, was zum Beispiel, wir hatten auch einen V-Ring und der V hat von mir auch Wimpern geklebt bekommen. Auf so Kleinigkeiten achten die. Also arbeitet die Wimpern oder Fächer oder wenn ihr sie als Blumen macht, arbeitet sie überall mit ein. In den Kopfschmuck habe ich auch die Wimpernblumen rein. Überall, wo die Wimpern wieder zu finden sind, gibt halt immer mehr Punkte. Ja, so zum Thema Punktevergabe. Also man muss das Thema getroffen haben, das ist natürlich ein Punkt. Originalität, da legen sie immer sehr viel Wert drauf, weil manchmal ist es zwar schön, aber es ist nicht so originell. Wimpern an sich werden auch bewertet, aber nicht ganz so. Und was ich am Anfang auch immer ein bisschen falsch gesehen habe, bei der Lächart ist es so, dass nicht die Wimpern im Fokus stehen, sondern eigentlich macht dieses Tamtam drumherum viel mehr aus. Da rücken die Wimpern so ein bisschen in den Hintergrund. Ist so, von dem her müsst ihr schauen, dass, wenn ihr an Meisterschaften teilnehmen wollt, dass ihr den Kopfschmuck, das Kostüm wirklich sehr pompös macht, sehr auffällig macht, die Wimpern farblich macht, an der Lashes auf jeden Fall und einfach wunderschöne Accessoires an den Wimpern und überall verteilt und dann sollte da nichts schief gehen. Möchte irgendjemand bei der Lashart in Zukunft teilnehmen, kommt gerne auf mich zu, ich berate euch sehr gerne. Und wo es meistens auch noch Pluspunkte gibt, ist, wenn ihr einen Mann macht zum Thema. Das ist sehr selten, aber da gibt es auch immer Pluspunkte. Genau, ja. Das war so meins.